Wir sind wieder in Schuldrecht BT und wenn wir uns unser Prüfungsschema mal anschauen, was wir grundsätzlich immer haben, Anspruch entstanden, Anspruch erloschen, Anspruch durchsetzbar, dann haben wir eine Sache noch nicht besprochen und das ist die sogenannte Verjährung. Ja? Die Verjährung haben wir auch im BGB-AT grundlegend nicht besprochen, aus dem Grund, weil diese für die BGB-AT-Klausur relativ unrelevant ist. Im Schuldrecht BT hingegen ist es so, dass wir die Verjährung grundsätzlich brauchen. Die Verjährung ist in Paragraf 438 BGB grundsätzlich geregelt für den Kaufvertrag. Hierbei ist zu beachten, dass die Verjährung eine sogenannte Einrede darstellt. Wir unterscheiden zwischen Einwendungen und Einreden. Einwendungen werden von Staats wegen berücksichtigt. Das ist zum Beispiel bei der Unmöglichkeit nach Paragraf 275 Absatz 1 BGB der Fall. Einreden hingegen, Einreden müssen vor Gericht von der jeweiligen Person, welche die Einrede hervorbringen möchte, wie zum Beispiel die Verjährung, geltend gemacht werden. Sie werden nicht von Staats wegen berücksichtigt. Ganz, ganz wichtig. Die Verjährung ist ein Thema, welches Studenten immer so ein bisschen Probleme bereitet, weil das immer so ein bisschen, na, Verjährung, ja. Aber im Grunde ist die Verjährung relativ simpel und einfach abzuhandeln und die werden wir jetzt heute besprechen. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist immer, wann hat die Verjährung grundsätzlich begonnen? Und da unterscheiden wir zwei verschiedene Fälle. Wir unterscheiden Grundstücke von sonstigen Sachen. Grundstücke, bei Grundstücken beginnt die Verjährung mit der Übergabe des Grundstücks. Mit der Übergabe des Grundstücks. Bei sonstigen Sachen. Mit der Ablieferung der Sache. Ja, wenn die Sache abgeliefert wird, übergeben und übereignet wird, dann beginnt grundsätzlich die Verjährungsfrist. Bei den Grundstücken, ganz kurz dazu nochmal zur Übergabe, es ist immer so ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, wie kann man denn ein Grundstück übergeben? Das passiert dann, wenn das Grundstück zum einen ins Grundbuch eingetragen wird, zum anderen, wenn dann wirklich tatsächlich die Wohnungsschlüssel und alles überreicht wird oder wenn das Grundstück eingetragen wurde im Grundbuch. Das ist grundsätzlich mit der Übergabe des Grundstücks gemeint. Wenn wir uns jetzt den Paragraphen 438 Absatz 1 BGB kurz angucken, dann spricht der Paragraph 438 Absatz 1 BGB von Paragraph 437 Nummer 1 und Nummer 3, dass diese Ansprüche verjähren in 30 Jahren, wenn der Mangel und so weiter und so fort, in 5 Jahren beim Bauwerk und drittens im Übrigen in 2 Jahren. Die Nummer 3 kommt am häufigsten vor, das werden wir uns gleich nochmal kurz angucken. Nun ist es so, dass der Paragraph 438 aber nicht von Paragraph 437 Nummer 2 spricht. Hierfür gibt es eine Sonderregelung, welche in Paragraph 438 Absatz 4 in Verbindung mit Paragraph 218 BGB geschildert ist. Das gilt für den Rücktritt, für die Kaufpreisminderung gilt der Paragraph 438 Absatz 5 in Verbindung mit Paragraph 218 BGB. Das sind spezielle Regelungen, die im Grunde nicht allzu stark abweichen von den normalen. Schaut euch das nochmal an, das werden wir jetzt hier nicht nochmal einzeln besprechen, weil das, ja, das kann man schnell herleiten. Das werden wir jetzt hier nicht nochmal einzeln durchgehen. Eventuell machen wir dazu nochmal einen Fall ausführlicher, damit wir das Ganze nochmal ausführlich besprechen. Eine wichtige Besonderheit bei der Verjährung. Ja, falls ein Verbrauchsgüterkauf vorliegt, was war ein Verbrauchsgüterkauf? Verbrauchsgüterkauf war, wenn der Verbraucher etwas von einem Unternehmer kauft, dann greift grundsätzlich der Paragraph 475 Absatz 2 BGB, schlagen wir den mal gerade auf und lesen den mal gerade vor. Die Verjährung der in Paragraph 437 bezeichneten Ansprüche kann vor Mitteilung eines Mangels an den Unternehmer nicht durch Rechtsgeschäft erleichtert werden, wenn die Vereinbarung zu einer Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn von weniger als 2 Jahren bei gebrauchten Sachen von weniger als einem Jahr führt. Das heißt also, dass der Unternehmer gegenüber dem Verbraucher die Verjährungsfrist nicht verkürzen darf, wenn diese unter 2 Jahre fällt oder wenn sie bei gebrauchten Sachen unter ein Jahr fällt. Ganz, ganz wichtig. Ganz kurz nochmal, was ist denn jetzt ganz kurz die Verjährung überhaupt? Die Verjährung ist der Zeitpunkt, also das Ende der Verjährung ist der Zeitpunkt, an dem ich keine Rechte mehr geltend machen kann gegenüber dem Verkäufer. Ich habe was gekauft
Und wenn ich was gekauft habe, habe ich grundsätzlich eine Verjährungsfrist. Ja, es gibt eine Verjährungsfrist. Innerhalb dieser Verjährungsfrist habe ich noch Ansprüche. Wenn die Verjährungsfrist abgelaufen ist, habe ich keine Ansprüche mehr. Das nur ganz, ganz kurz als Beschreibung der Verjährung. Hierzu jetzt ein Fall. Mustafa Musti M. möchte schon seit einigen Monaten seinen 3er BMW loswerden und findet in Harry H. auch einen geeigneten Käufer hierfür. Sowohl M. als auch H. bemerken bei der Übergabe des Fahrzeugs nicht, dass sich im Laufe der Zeit sehr viel Rost im Inneren des Motors abgesetzt hat. H. bezahlt 3.500 Euro für den BMW. Nach 26 Monaten bemerkt der H., dass der Motor beim Anmachen laut aufjauchzt. Einen Monat später stirbt der Motor komplett ab. Verärgert ruft er den M an und behauptet, dass er gerade einmal 5000 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt hätte. Er wolle nun die Kosten für die Reparatur von M verlangen. M weigert sich mit Verweis auf die seiner Meinung nach bereits eingetretene Verjährung. Wie ist die Rechtslage? Relativ häufiger Fall, der so vorkommen kann. Jemand kauft etwas von einem anderen und nach einigen Monaten bemerkt man dann, dass etwas nicht stimmt und schiebt das dann auf den Verkäufer. Die Frage ist jetzt hier, hat der Haie wirklich einen Anspruch auf Mangelbeseitigung vom M? Heißt also für uns, was prüfen wir hier? Ja, der H möchte, dass der M ihm das Auto repariert oder dass er eben für die Reparaturkosten aufkommt. Das wäre eine Nacherfüllung. Ja, Nacherfüllung haben wir in Paragraph 439 BGB. Heißt also, dass der Käufer grundsätzlich Neulieferung der Sache, die ist natürlich hier nicht möglich bei einem gebrauchten Auto, oder eben Reparatur des Autos, was hier möglich wäre, fordern kann. Heißt also, unser Anspruch oder unsere Anspruchsgrundlage richtet sich nach Paragraphen 437 Nummer 1, 434 Absatz 1, 439 BGB. H gegen M. Ganz kurz nochmal zur Erläuterung: Man kann jetzt hier auch noch den Paragraphen 433 BGB hinzuzitieren, das mache ich nicht, weil eben dann die Normkette viel zu groß wird und man ja weiß, dass man im Kaufvertragsrecht ist. Und dann prüfen wir unser gewohntes Prüfungsschema, was wir für die Nacherfüllung gelernt haben, Anspruch entstanden. Wir fragen uns, haben wir einen Kaufvertrag? Ein Kaufvertrag, ja, wurde hier natürlich geschlossen von beiden Parteien, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Dann fragen wir uns, lag ein Sachmangel bei Gefahrübergang vor? Ein Sachmangel, nun ja, der Motor hatte schon starke Rosterscheinungen im Inneren des Motors. Dementsprechend lag ein solcher Mangel vor. Wahrscheinlich nach Paragraph 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 würde ich jetzt sagen, aber das spielt eh keine Rolle, woraus man den Sachmangel bezieht. Dieser muss auch bei Gefahrübergang vorgelegen haben, gemäß Paragraph 446 BGB. Ja. Bei Gefahrübergang, wenn wir uns das angucken, M und H haben nicht bemerkt, dass der Motor gerostet ist. Und das war schon bei Gefahrübergang der Fall. Dementsprechend lag das auch vor. Die Gewährleistung dürfte nicht ausgeschlossen sein. Da ist nichts von ersichtlich von einem Ausschluss der Gewährleistung. Das heißt, der Anspruch ist also entstanden. Der Anspruch dürfte nicht erloschen sein. Und Erlöschensgründe sind hier vor allem in Bezug auf Unmöglichkeiten nicht gegeben. Ja, das heißt, der Anspruch ist nicht erloschen. Das ist sehr gut für den H. Ferner müsste jetzt der Anspruch auch durchsetzbar sein. Und hier kommt es eben darauf an, dass der Angeklagte oder der Beschuldigte, hier der Mustafa Musti M, dass dieser hervorbringen kann, eine Einrede, welche dafür sorgt, dass er nicht, ja, zu diesem Anspruch verpflichtet wird. Und der M beruft sich hier nämlich auf die Verjährung, ja, gemäß Paragraph 438 BGB und sagt: Okay, Mensch, Harry, deine Forderung ist schon lange verjährt. Wir haben schon 27 Monate jetzt um und die Verjährung hat schon eingesetzt. Und jetzt müssten wir uns anschauen: Okay, wann hat die Verjährung angefangen, gemäß Paragraph 438 Absatz 2? Die Verjährung hat angefangen, wo das Fahrzeug übergeben wurde. Seitdem sind 27 Monate vergangen. Das halten wir im Hinterkopf fest. Und dann schauen wir gemäß Paragraph 438 Nummer 1, was für uns, also welche Frist für uns in Betracht kommt. Und die Nummer 1. In 30 Jahren, wenn der Mangel in einem dinglichen Recht eines Dritten aufgrund dessen Herausgabe der Kaufsache verlangt werden kann, nein,
In einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist, nein. In 5 Jahren bei einem Bauwerk, wir haben hier ein Auto und kein Bauwerk, und B, bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, nein. Im Übrigen in 2 Jahren. Das heißt, für uns greift hier der Paragraph 438 Nummer 3. Heißt also 2 Jahre Verjährungsfrist, das wären 24 Monate, es sind 27 Monate vergangen. Dementsprechend ist es so, dass hier die Verjährung bereits eingetreten ist und der Anspruch des H gegen den K ist somit nicht durchsetzbar, weil eben Verjährung bereits zu Ende gegangen ist. Relativ simpler Fall, den kann man natürlich noch etwas schwieriger gestalten mit ein paar mehr Fallen. Aber so in etwa kann es natürlich auch in der Klausur sein, dass sowas kommt. Na, wie gesagt, natürlich mit ein paar mehr Stolpersteinen. Das ist jetzt nur ein Stolperstein von mehreren. Bei Fragen, wie immer in die Kommentare. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen, falls euch das Video weitergeholfen hat. Im Übrigen freue ich mich wirklich über jeden Daumen, der hochgeht, weil, wie bereits öfters gesagt, die Videos, die braucht natürlich sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Vorbereitung. Und wenn das alles honoriert wird, dann freue ich mich da immer sehr, sehr drüber. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, wo wir dann mit dem Werkvertrag weitermachen werden. Da freue ich mich auch schon extrem drauf. Der Werkvertrag ist auch sehr, sehr wichtig. Bis dahin, tschüss, euer Paragraph 31.